Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe, dein Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Wir feiern heute das 200. Video mit euch und es soll natürlich ein Sonderthema sein. Wir besprechen heute mit euch die Insolvenzantragspflicht. Kommt die Pleitewelle ab Mai, denn am 30.04. endet die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Unbedingt dranbleiben, den Kanal abonnieren, die Videos teilen und liken, denn es lohnt sich und nicht nur das, wir legen jetzt auch sofort wieder los. Ja, wenn der Staat nicht weiter eingreift, dann endet die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zum 30.04. Das heißt, ab 1. Mai gelten wieder die alten Regelungen. Das heißt, bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung bleibt Geschäftsführern nichts anderes übrig, als den Weg zum Gericht anzutreten und einen Insolvenzantrag zu stellen. Es gibt viele Unternehmen, die diese Zeit jetzt nicht genutzt haben, um zu strukturieren, sage ich mal, Dienstleister zu wechseln, schlanker zu werden, einfach sich moderner aufzustellen. All das wurde bei vielen Unternehmen versäumt und auch das wird sich jetzt für viele Unternehmen bitterböse rächen. Doch nicht nur das. Was werden wir noch erleben? Es ist ja so, dass viele Leute jetzt gar nicht diese Beendigung der Insolvenzantragspflicht auf dem Schirm haben. Das heißt, also viele Geschäftsführer wiegen sich noch in trügerischer Sicherheit und denken, das geht immer so weiter. Der Staat verlängert und verlängert. Doch die Anzeichen stehen wirklich so, dass es eine weitere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nicht geben wird. Es gibt auch einige Politiker, die sich dagegen ausgesprochen haben. Natürlich zu Recht, weil man natürlich eine Wettbewerbs- und Marktverzerrung dadurch hervorruft und den Wettbewerb oder beziehungsweise auch den Markt vollkommen zerstört und auch andere Betriebe, die mit Insolventen oder beziehungsweise Zombie-Unternehmen Geschäfte machen, natürlich auch in diesen Abwärtsstrudel mit reingezogen werden können, wenn sie darauf vertrauen, dass ihr Geschäftspartner auch seine Rechnung pünktlich begleichen kann, aber es in Wirklichkeit nicht tun wird. Wie werden jetzt die Insolvenzen steigen? Das ist immer wieder die entscheidende Frage, das wird immer wieder an mich herangetragen. Werden jetzt die Insolvenzen signifikant steigen? Nun, ich werde sagen, erstmal nicht so dramatisch. Warum nicht? Nun, es gibt immer noch Ausnahmetatbestände in der Insolvenzantragspflicht. Und zwar müssen Unternehmen keinen Insolvenzantrag stellen, wenn sie noch ausstehende Hilfen erwarten. Ja, also wenn du noch Corona-Hilfen bekommst, beziehungsweise die noch ausstehend sind, dann musst du jetzt den Weg zum Gericht nicht suchen. Also neben diesen Ausnahmetatbeständen wie Kurzarbeitergeld gibt es natürlich diese Ausnahmeregelungen, die sozusagen Unternehmen noch weiter am Leben erhalten. Das heißt also, Unternehmen können immer noch so gerade sich noch über der Oberfläche halten, müssen nicht zum Gericht gehen und einen Antrag stellen. Aber es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht. Ein Business nur auf Pump. So erlebe ich es immer wieder in Deutschland. Die Leute sagen immer wieder, wenn ich das mit England vergleiche, wo jetzt die Zinsen für ein Darlehen wesentlich höher sind, wesentlich teurer sind, es ist wesentlich schwieriger, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Banken sind viel vorsichtiger bei der Vergabe von Krediten, von Vergabe von Geschäftskonten. Und das ist in Deutschland immer noch ganz anders, das ist ein komplett anderes Bild. Und ein Business auf Pump, das wird sich auf Dauer nicht rechnen. Und ich kenne viele Unternehmen, die lachen darüber, die sagen, wieso? Solange mir die Bank Geld gibt, ist doch alles gut. Und das ist ein O-Ton. Solange mir die Bank Geld gibt, ist alles genug. Das heißt, wir haben ja hier ein vollkommen falsches Businessmodell. Es ist nicht nachhaltig und es ist auch nicht zukunftsorientiert, weil nur auf Pump leben und arbeiten und spekulieren, das ist nichts anderes als eine Blase. Das heißt also eine Wette, die nicht fruchten wird. Und aufgrund dessen sage ich das, es wird scheibchenweise so sein, dass viele Unternehmen jetzt nicht nur straucheln, sondern auch dann peu à peu den Weg zum Gericht antreten, Insolvenz melden und wir einen leichten Anstieg, aber einen stetigen Anstieg der Insolvenzen erleben werden. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Die Videos teilt natürlich und auch liked und natürlich auch Mitglied der Telegram-Gruppe werdet, denn da profitiert ihr von exklusiven Informationen. An dieser Stelle soll es mal wieder es für heute gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin raus. Ciao, euer Alex.